mit Musik, man macht sich frei und man macht seine Gefühle frei. Das heißt, Musik hat 80% mit Freiheit zu tun. Und also ohne Freiheit gibt's Musik nicht. Viele Nationalitäten können miteinander arbeiten und es gibt keinen Unterschied. Und die Frauen können singen, Männer können miteinander Freund sein. Wir haben keine Probleme mit dem Araber. International Musik, weil wir kommen aus verschiedenen Ländern und jeder macht, was seine Seele braucht. Wir lernen etwas Neues auch. Also was in Indonesien machen oder in Iran oder in Korea oder in Mexiko. Also ich habe viele Info gehabt, die ich niemals gehört habe. Ja, und neue Freunde, neue Familie. Wenn das nach mir geht, würde ich ganz gerne, dass wir eine Friedensstifter durch Musik. Mit Musik kann man sich stärken und gegenseitig auch noch unterstützen. Das habe ich erstes Mal seit unserer Gruppe Miras ist quasi richtig erlebt. Ich wünsche, dass also die Leute unsere Musik immer an die Gehirn bleibt, ne? Und unsere Melodie und sie uns immer nicht vergessen, einfach immer uns erinnern. So als Ausländer hier in Deutschland zu tun mit anderen Kulturen, also nicht nur Sprache, sondern mit der Wurzel auch. Also richtig, ich kenne Asiater, Afrikaner, Latino. Ich habe gesehen, dass diese Musik ist die Musik für die Zukunft. Ich habe jetzt dieses Mal ein traditionell koreanisches Lied gesungen, das heißt Arirang. Das kennt wirklich jeder, also das saugt man quasi mit der Muttermilch auf und es gibt verschiedene Versionen davon und ich bin zwar in Deutschland aufgewachsen, aber ich kenne das Lied natürlich auch. All by listening to what's going on around you and then giving your input. Just like the way I listen to you, and then I'm giving my input, so there is no script between us. Right now, they're very happy. All of them are very happy. Even me, I'm very happy in Germany. And we share this happiness.